Ja, man kann bei so einem Wetter mit dem ganzen Schneebrocken an den Schmutzfängern, da kann man mit rumfahren und die auf der Autobahn verlieren, damit die Pkw über die gefrorene Scheiße drüber wegknallen. Oder aber man tritt die Scheiße einfach einmal ab, damit die dicken Brocken da nicht rumfliegen. Weil ich hätte als Pkw-Fahrer auch keinen Bock, da drüber wegzufahren. Ja, scheiß Wetter, scheiß Wetter. Oh, rechts hat's mehr geschneit. Oh, hier habe ich keinen Schmutzfänger mehr. Naja, wieder rüberbewertet. Und hier, das hier ist der Radarsensor. Wenn der zugeschneit ist, dann heißt es auch wieder, geht nicht. Grande Malheur, deaktiviere ich mich selber, so. Ist auch scheiße. Da drängelt sich rein, geht voll in die Klitze. Mein LKW erkennt einen Stau. Ist doch zum Kotzen, Mann. 25 rechts abfahren zur A33. Dann links halten. Hä? Was machst du denn? Machst du eine Lichthupe oder machst du keine Lichthupe? Macht Lichthupe und fährt weiter, oder was? Ich verstehe das. Du bist doch ein dusseliges Stück Scheiße. Reißt ja die Tür auf, wenn ich da ankomme. Hat ja keinen Spiegel oder was? Straße 7D. Das Ziel liegt links. Du hast gar keine Ahnung, echt. Wenn du die Hausnummer überhaupt nicht kennst, weil du Strom durch bist. Da kommst du. 1000 Meter. Juhu! Und jetzt auch mal ein Tor. Ja, fahr wieder. Ja, gleich mal nach. Bleib wieder. Ja. Werde ich direkt mal nachfragen hier, nicht, dass es weitergeht da mit der Scheiße. Mann, jetzt fahre ich 75, Mann. Diese scheiß Eco-Kacke, ne? Fliegt mir was auf den Sack, ey. Dass der einfach mal kein Gas mehr gibt, weil er meint, wir brauchen das nicht. Eierst hier was rum, ey. Das macht einen ja fertig, oder? Hoffentlich sieht man das auch schön. Und außerdem hat die Bundesregierung für 2018 schon ein kleines Milliardenloch eingeplant. Da wird als globale Mindereinnahme werden 5 Milliarden Euro schon. Was ist denn, mein Gott, gehst du ja schon wieder auf den Sack, ey. Ich scheiß mir hier in die Hose und hau in die Klötze, ey, weil du da schon wieder so geistesgestört rumpingelst, ey. Oh, Mann, meine Nerven, ehrlich. Schnauze voll. Diesen ganzen Technik-Schrott, ey. Du hast hier schon mal wieder eins rausgeschossen, was du nicht haben willst. Oh, ich glaube, hier ist Stau oder was. Kein Mensch, keiner macht die Warmblickanlage an, ey. Kein Schwanz.
Ich denke hier die ganze Zeit, naja, hier ist halt ein bisschen mehr Verkehr. Nein, es macht einfach keiner die scheiß Warmblickanlage an. Oh, sind die dumm, die Menschen. Sind die dumm. Brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn die LKW 20 PKW zusammenschieben. Oh, sind die alle doof. Die sind alle so blöde. Unglaublich, ey. Mann, hier fahren 100 Autos rum und keiner hat eine Warmblickanlage an. Unfassbar. Unfassbar ist das. Am Ende des Fahrstreifens wird sich eingefügt. Ja, bist du doof, Mann! Unfall auf A66 gemeldet. Ja, wir hätten hier auch mal einen gehabt. Alter, es ist doch 23 Uhr. Ja, geh drei Schritte zurück. Wollt's halt, man weiß ja nie. Sieht scheiße aus übrigens. Oh, ich rede hier mit den Menschen. Ja, kein Licht an. Mal Licht an, du Pappnase. Ja. Brauchst dich winkeln, machst Licht an. Du brauchst einen Film, fertig, hast du jetzt davon. Du guckst das Video, weil du blöde bist. Aber weil er gewunken hat. Ist das, wenn man hier im Halteverbot steht, dann hält man halt mal für eine Minute den Betrieb auf, weil keiner mehr dann vorbeikommt. Aber es ist ein geiles Städtchen, Örtchen, ist mir echt sympathisch, hier gibt's alles. Also Leute, zieht nach Adelsheim, von Fleischer, Döner, Einkaufen, Kick sogar, alles ist hier, alles, alles. Tankstellen haben sie auch, guck. Ich finde das hier voll knuffig. Straßenglätte auf B22 gemeldet. Was ist da gemeldet? Keine Jobsbotschaften heute. Kannst ja sonst wohin schieben. In ein Ladekabel zum Beispiel. Dieser Turm steht genau an der Stelle des Denkmals der Sowjetspanne. Die Reaktion auf Facebook. Ein Spiegelbild der Zerrissenheit der Gesellschaft. Geniale Idee, schreiben die einen. Entehrung der Geschichte, die anderen. Die Auseinandersetzungen sind emotional. Ich weiß nicht, warum sowas sein muss. Kommt zwar gerade keiner, aber es ist auch kein Grund, jetzt hier alles dicht zu machen. Der fährt doch eh bloß 2 km/h und schneller. Ja. Oh, der fährt 70, jetzt muss ich ihn auch überholen. Das gefahren habe, ey. Beim Betreiben. Richtig geil, geil. Mich überholt ein Bulli. Mich überholt ein Bulli. Und von hinten kam ein PKW mit Fernlicht. Go hard to go home. Ja, und der PKW saß dahinter mit Fernlicht, weil der Bulli ihm nicht schnell genug ist. Und da hat der Bulli erstmal neben mir mein Tempo angenommen. Für einen kurzen Moment. Um den PKW noch ein bisschen zu ärgern. Naja, nur, was fährt der auch mit Fernlicht rum? Der PKW fährt auch bloß 110 oder 20. Der Bulli fährt 103. Dann muss er halt mal kurz vom Gas gehen. Da macht er doch keine Fernlicht. Das ist doch total behindert. Hinter diesem Autochen fahre ich schon kilometerlang hinterher und es war abenteuerlich. 50 durch die 70-Zone, Schlenker und ach, das war nicht schön. Gott sei Dank.
was machst du denn? Kia, ich habe sowas noch nicht gesehen. Der darf doch kein Auto fahren, der Typ. Ist das eine Frau? Zum Friedhof oder was? Bleib am besten direkt hier. Oh, das ist aber auch schon echt grenzwertig mit dir, ehrlich. Ganz im Ernst. Jetzt bleibst du da in der Einfahrt stehen. Ach, echt grenzwertig, ehrlich. Ich meine, wenn ich alt wäre, wäre ich auch froh hier, wenn ich hier leben würde. Und wäre ich auch froh, wenn ich hier wieder zum Bäcker oder zum Arzt komme. Deswegen sage ich ja mal leben und leben lassen, aber. Fragt ihr euch? Ja, frage ich mich auch. Wieso habe ich das Foto in so einem komischen Verhältnis aufgenommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich das damit gar nicht zeigen. Und zwar stehe ich ab und zu mal mit Ware zu Hause am Wochenende. Und das heißt, mein LKW steht im Industriegebiet rum. Und bloß weil ich da ein Vorhängeschloss vorhänge, dann sagt sich natürlich kein Dieb, oh, da komme ich natürlich jetzt nicht dran. Also hänge ich den ganzen Karren ab und fahre die Maschine rückwärts gegen den Anhänger. Arsch an Arsch heißt das so schön. Und jetzt sind beide Tore schön geschlossen und keiner kommt ran. Naja gut, wer jetzt willig, ne, sich einen Trecker holt oder was und den Anhänger da trotzdem wegzieht. Aber das wäre ja schon eine ganz andere Hausnummer, denn wir wissen alle, bei so einem Vorhängeschloss, da hustet man einfach mal gegen und dann ist es offen. Macht's gut. Tschüss.